Hallo und herzlich willkommen zu unserem Livestream-Talk Gewaltverzicht in jedem Fall, Fragezeichen. Wir sind heute wieder mal live und möchten euch gerne die Chance geben, eure Fragen direkt über die Kommentare auf Facebook und YouTube zu stellen. Wir würden uns freuen, wenn ihr da rege mitmacht und auch mitdiskutiert. Aktuell können viele Konflikte beobachtet werden, leider, sowohl im Kleinen durch Gehässigkeiten, Entgleisungen, aber auch im Großen. Das große Thema selbstverständlich der Krieg in der Ukraine. Sind wir als Christen dazu aufgefordert, in jedem Fall auf Gewalt zu verzichten? Das ist die zentrale Frage heute. Wie kann zum Beispiel auch die Ohrfeige von Will Smith bei der Oscarverleihung bewertet werden? Die wird ja heiß diskutiert aktuell im Netz. Ist es vielleicht doch angebracht, im Notfall die Waffen oder Fäuste sprechen zu lassen, gerade auch wenn die eigene Familie angegriffen wird? Diese und weitere Fragen, die diskutieren wir heute in diesem Live-Net-Talk. Und mein Name ist Florian Wüthrich und das sind meine Gäste heute. Da ist auf der einen Seite der Stefan Jütte, der sich als RefLab-Leiter Hallo. Theologe. Guten Tag, Stefan, hallo. In gewissen Situationen immer wieder für Gewalt auch ausspricht. Also das natürlich kommt das dann differenziert zum Zug jetzt im Talk. Wie das genau aussieht in seinem Fall. Der Ricky Neufeld auf der anderen Seite ist friedenskirchlicher Bildungsreferent und Pazifist. Die beiden sind verheiratet, Väter. Im Fall von Stefan sind das zwei Kids, Mädchen und Junge, 11 und 8 Jahre, und bei Ricky eine Tochter, anderthalb gerade mal. Sehr schön. Ja, also wir starten vielleicht mit einem Thema, das könnte sagen, ja, es ist doch eine kleine Sache, aber trotzdem spricht die ganze Welt darüber, über diese Aktion von Will Smith bei den Oscars am letzten Sonntag, die Eskalation. Er hat da den Moderator geohrfeigt nach einem Witz, den dieser auf Kosten seiner Ehefrau gemacht hat, kurz gesagt. Ja, was ist da so eure erste Reaktion darauf gewesen? Also verfolgt ihr es überhaupt? Und ja, frag mal den Ricky, was sagst du dazu? Oh Mann, was sage ich dazu? Da waren ganz gemischte Gefühle, die da hochkamen, als ich das sah. Ich habe es auch erst am Montagmorgen dann gesehen und zuerst so ein bisschen ein Schock, Unverständnis, das da zum Vorschein kam. Aber eben, wie gesagt, da wirklich eine unterschiedliche Art von Gefühlen, weil es ziemlich schnell für mich offensichtlich war, da ist irgendetwas Komplexes geschehen. Und ich habe mich dementsprechend auch ein bisschen mehr dann noch beschäftigt, habe ein bisschen reingeschaut, auch was andere Leute dazu berichten. Mir gestern noch angehört, was zwei Afroamerikaner aus Nordamerika, wie sie damit versuchten umzugehen. Und ich merkte, da kam in einer Hinsicht ein großes Mitgefühl für Will Smith zum Vorschein. Das sind Sachen aus seiner Biografie, die da möglicherweise auch traumatisch gewesen waren, die ihn getriggert haben, die ihn dazu geführt haben, das zu machen. Unterm Strich denke ich auch mit ihm jetzt, wenn er so im Nachhinein sich entschuldigt hat und sagt, das war nicht recht, was er getan hat, denke ich auch schon im Vorfeld, das hätte andere Möglichkeiten eigentlich geben sollen, darauf zu reagieren. Deswegen so schätze ich das mit dieser Komplexität ein. Unterm Strich sage ich, das war nicht in Ordnung, dass er da geohrfeigt hat. Aber es gab auch einiges an Mitgefühl bei mir, bei ihm. Okay. Das war so ein bisschen meine Reaktion. Mal die gleiche Frage bei Stefan. Gibt es den Moment, wo jemand eine Ohrfeige verdient? Ich glaube, es gibt schon den Moment, wo jemand eine Ohrfeige verdient. Das war kein solcher Moment. Es war eine verbale Attacke und es wäre viel, viel besser gewesen, darauf dann auch verbal zu reagieren. Für mich war das Ganze so Ausdruck einer Macho-Kultur. Also du sprichst nicht so über meine Frau, deswegen haue ich dir jetzt eine rein und danach entschuldige ich mich unter Tränen bei dir, weil ich ja eigentlich Gewalt auch doof finde. Ich glaube, das wirkliche Opfer dieses ganzen Abends ist Will Smiths Frau, weil zunächst wird sie gedemütigt von Chris Rock, der sich eigentlich lustig darüber macht, dass sie eine Krankheit hat, die zu Haarausfall führt. Dann wird sie gedemütigt durch ihren eigenen Mann, der sich nicht beherrschen kann und Chris Rock eine reinhaut. Und dann muss sie sich noch dieses sentimentale Gesülze bei der Dankesrede anhören, wo eigentlich, wenn schon jemand, dann sie im Zentrum hätte stehen müssen. Und ja, finde ich beschämend für ein ganz bestimmtes Bild von Männlichkeit und dem Selbstverständnis, wie man seine Familie beschützt.
Okay, also da schon eine recht klare Sicht, geht in die gleiche Richtung hier, also in diesem Fall. Das Netz diskutiert sehr kontrovers. Ich war da mal bei SRF drauf, was sie gesammelt haben oder rausgefischt haben aus dem Netz. So reagiert das Netz. Und da sieht man dann, ja, wie das einfach, es ist so spannend, wie das Emotionen hoch bringt unterschiedlichster Art. Also ein Redaktor bei uns hat dann auch eher sich auf die Seite von Will Smith gestellt und Verständnis ausgedrückt, so im ersten Moment, aber jetzt so Tag darauf waren wir schon selbst in der Redaktion nicht mehr so sicher. War das jetzt richtig? Er hat ja sogar sich berufen auf so, das sei göttlich von Berufung und so für ihn, dass er für die Liebe einsteht und seine Liebsten. Ja, genau. Also ein echt spannendes Thema. Und ich weiß nicht, darf man überhaupt jetzt sich so stark mit so einem Thema befassen? Ist ja vielleicht auch noch so eine Frage dahinter, wenn so das große Thema, das wir ja dann vor allem auch thematisieren werden, jetzt in diesem Talk heute. Was denkt ihr? Ich glaube, es ist ganz typisch, dass wir uns mit solchen vermeintlich jetzt kleinen Fragen beschäftigen wollen, weil sie Orte sind, an denen sich die ganz großen Fragen verdichten. Also es ist wie prototypisch zu sagen, wir haben hier zwei Akteure und ein Opfer und jetzt können wir daran quasi durchspielen, was wäre jetzt gerecht, was wäre fair und wie hätte es laufen müssen. Und das ist keine sehr komplexe Situation und deswegen können wir uns da ziemlich rasch ein Bild machen und unsere Intuitionen ordnen. Und deswegen finde ich es gar nicht schlimm, darüber zu sprechen, sondern ich glaube, das ist so ein Beispiel, an dem man eigentlich ziemlich gut erklären kann, wie man das sieht und auch für sich selbst vielleicht eine Klarheit bekommt. Ich denke, mir geht es ähnlich so auch mit der Frage, die, also ich denke da in diesem Fall von Will Smith, der natürlich so aufgeblasen wurde, da werden die Fragen auch rund um, wie du auch sagtest, Stefan, rund um Männlichkeitsperspektiven auch gemacht. Aber ich denke eben auch ganz im Zentrum rund um Bildung, also Konfliktfähigkeitsbildung, ja, und wie wird das einstudiert und wie wird das gelernt von klein auf? Und deswegen denke ich, ist da so ein bisschen eine komplexere Nuance, die da auch mitspielt, weil da auch biografische Elemente mitspielen, die da sind. Aber ich denke, das wird da drin gemacht, ist aber am ersten Blick vielleicht nicht so vor. Also wir haben leichter diese Reaktion, wir urteilen das als richtig und falsch. Und ich glaube, für mich ist auch absolut die falsche Weg gewesen. Und dennoch wirft das halt ganz viele Fragen auch auf, wie Stefan das schon beurteilt, ja. Ja, und es ist ja auch im Thema Krieg, und da gehen wir jetzt rüber zum Hauptthema selbstverständlich, wo die Frage nach dem Gewaltverzicht noch viel komplexer dann ist, wenn schlimmstmöglich Fall, wenn der Krieg eintritt. Und auch dort gibt es eine persönliche Dimension, aber viel schwieriger, sich dort drin zu orientieren natürlich. Aber wir kommen darauf auch zu sprechen, gleich jetzt direkt mal, weil ich habe den Artikel bei Reformiert. In dieser Zeitung gelesen von Friedenstheologen Fernando Enns. Und der sagte dann auch, ein Mennonit, Kriegsdienstverweigerer, wäre so ein bisschen nah bei dir, Ricky, oder? Das könnte man sicher sagen. Auch selbst in diesem Bereich tätig oder dein Umfeld und deine Überzeugung. Er sagte, ich kann nicht garantieren, wie ich selbst in einer derartigen Situation direkter Bedrohung handeln würde. Ja, unter dem Artikel, wenn die Waffen sprechen, fällt die Antwort schwer. Das zeigt eigentlich, dass diese Schwierigkeit, wie wir damit umgehen, wie wir da überhaupt Worte finden. Wie findest du Worte in dieser Zeit im Moment, Ricky? Ja, auch nur sehr schwierig, muss ich ganz ehrlich sagen. Mir fällt es schwer, da auch klar zu denken und auch klare Überzeugungen zu haben, so aus der Distanz. Der Konflikt geht mir auch noch mal einiges anders nahe. Ich habe durch bestimmte Reisen Leute kennengelernt in der Ukraine, mit denen ich auch noch engen Kontakt habe heute und immer wieder auch nachfrage, die in wirklich herzzerreißenden Situationen sind. Und da sind dann einfach diese ganzen Fragen schwierig. Fernando ist ein Freund, mit dem wir auch immer wieder darüber diskutieren und ich kann dem nur beipflichten. Also selber, wie ich darauf reagiere, das ist schwer zu sagen. Ja, ich versuche mich an einer Überzeugung festzuhalten, die ich meine, in Jesus verstanden zu haben.
Und es ist ein Weg, den er gegangen ist und der mir, wo ich den Ruf verspüre, ist, diesen Weg auch ihm nachzugehen, in dem Vertrauen, dass der Weg der Gewaltfreiheit und der Worte zu finden auch und Ressourcen zu finden in einem gewaltfreien Widerstand, dass das ein Weg ist, der uns in Jesus vorgelebt wurde, aber der auch der letztlich Weg ist, um Gewaltspiralen zu durchbrechen. Und an dem versuche ich weiterzudenken und zu sehen, was die Möglichkeiten da sind und wie man auch in die Richtung weiterhin ermutigen kann und vielleicht auch festhalten kann dann. Genau. Ich gehe gleich weiter mit dieser Frage und gebe sie dann auch Stefan gerne mal rein. Möchte aber kurz noch Bezug nehmen, es kam da eine Frage oder ein Hinweis einfach zu dieser ersten Diskussion, die wir jetzt hatten über Will Smith und seine Entgleisung an den Oscars. Und da sagt der Herr, vergesst nicht den Kulturunterschied Europa, USA. Das sei noch vielleicht gesagt, aber vielleicht können wir darauf noch kurz reagieren, dass die Amerikaner da vielleicht auch ganz anders mit solchen Dingen umgehen dann. Aber ändert das was an der Einschätzung? Also ich glaube, dass es da einen Kulturunterschied gibt. Man könnte den wahrscheinlich auch nochmal von Norden gegen Süden ganz generell durchziehen. Das ist aber immer ein bisschen gefährlich, weil ethische Fragestellungen können eigentlich nicht dadurch gelöst werden, dass wir sagen, naja, die haben halt eine andere Kultur, sondern wir fragen ja, was wäre das angebrachte oder richtige Verhalten in einer bestimmten Situation? Und das kann man ja nicht einfach damit beantworten, dass man sagt, naja, die haben halt eine andere Kultur. Das wäre mir zu wischiwaschi, sondern ich würde schon sagen, was in dieser Kultur in diesem Moment sichtbar geworden ist, ist eine ziemlich dumpfe Macho-Kultur, die wir eigentlich überwinden sollten. Und es ist für mich erstaunlich, dass sehr, sehr wenig jetzt über Will Smiths Frau gesprochen wird und sehr viel über Chris Rock und Will Smith selbst. Und das und sogar noch über den Ex übrigens von Will Smiths Frau und die Affäre, die sie vielleicht hatte, etc. Das finde ich alles Symptome einer Kultur, die letztendlich immer noch diese Reste hat, dass die Frau irgendwie diesem Mann gehört und der sie halt dann so beschützen kann, wie er sein Auto beschützt oder sein Haus oder was auch immer. Okay. Ja, und vielleicht, mich hat es auch noch besonders interessiert, also wenn man von der amerikanischen Kultur redet, die anders ist, da ist für mich eben auch interessant hinzubeobachten, wie verarbeiten innerhalb von der amerikanischen Kultur die Amerikaner dieses Geschehen, das da war. Und da ist es ja natürlich auch sehr vielfältig. Also die eine amerikanische Kultur gibt es ja nicht. Dazu noch ganz spezifisch die afroamerikanische Kultur. Da sind Komponenten drin, die natürlich für uns sehr, sehr weit weg sind. Aber ein Riesenring und eine Realität, das war für mich irgendwie sehr neu. Da war ich neugierig und spannend zu beobachten, wie wird das auch innerhalb von der afroamerikanischen Kultur verarbeitet, was da irgendwie geschehen ist. Und beurteilt zum einen, aber danach orientiere ich mich. Und das ist halt vielfältiger, als man manchmal meint zu denken. Ja, sehr spannend. Lasst uns nach diesem Exkurs und nochmal zurück nach Amerika jetzt hier nach Europa kommen und unseren Konflikt eben noch genauer betrachten und wie wir auch zu einer guten Meinungsbildung kommen können. Ihr habt bei RefLab, Stefan, ja eine Serie gestartet dazu. Mhm. Also die ist bereits eigentlich wieder, glaube ich, abgeschlossen, wenn ich das richtig gesehen habe. Wir sind noch nicht ganz sicher. Wir haben noch Redaktionssitzung heute Nachmittag. Alles klar. Aber das ist, um vielleicht kurz einen Eindruck zu geben, einfach mal, das ist RefLab. Für diejenigen, die das noch nicht kennen, das Projekt Less Noise, More Conversation von der Reformierten Kirche des Kantons Zürich. Du korrigierst mich, wenn ich es nicht richtig sage, Stefan. Und da war diese Serie vor allem mit dem Brief zum Krieg, oder respektive es waren dann mehrere Teile, die man da publiziert hat, verschiedene Blickwinkel auf dieses Thema. Genau. Also da kommen wir jetzt drauf. Was war da jetzt so in der Redaktion der Weg über diese Tage, wo ihr das publiziert habt? Oder wie ist der Lernprozess sozusagen?
Also das Ganze hat eigentlich angefangen mit einer Facebook-Diskussion über Wochenende. Und da ging es um David Friedrich Precht, der den Ukrainern geraten hat, doch jetzt den Widerstand einzustellen, weil das nur noch mehr Tote geben würde. Und ich habe mich da aufgeregt über den Precht. Und Manu hat den verteidigt. Und dann haben wir gesagt, naja gut, dann lass uns doch eine kleine Podcast-Folge dazu machen. Und dann haben wir in diesem sonst eigentlich eher fröhlichen Montagmorgen-Podcast Schall und Rauch darüber gesprochen. Und Manu hat eine stark pazifistische Intuition verteidigt. Und ich habe da die Idee des gerechten Kriegs versucht stark zu machen. Und das hat dann in der Redaktionssitzung dazu geführt, dass wir gemerkt haben, hey, wir sind eigentlich alle nicht an einem Punkt, wo wir jetzt wissen, was richtig ist und wie das laufen sollte. Aber wir brauchen viel mehr Perspektiven auf diese Fragestellung, auf diesen Konflikt, auf dieses Problem. Und zwar jetzt nicht wieder geostrategische Einschätzungen oder sowas, das machen ja die anderen schon, sondern wirklich so, wie gehen wir als gläubige Christinnen und Christen eigentlich mit einer solchen Ungerechtigkeit um? Und welche Intuition weckt das in uns und wie reflektieren wir die? Und deswegen haben wir dann gesagt, das muss so ein Hin und Her werden, also wo wir auch wieder aufeinander Bezug nehmen können. Und wir hatten dann auch nicht geplant, zuerst schreibst du und dann schreibe ich oder irgendwie sowas, sondern wirklich, wer sich da angesprochen fühlt, antwortet halt wieder als Nächste. Übrigens, der Manu, vielleicht zur Klärung, dass der Manuel Schmidt, für diejenigen, die vielleicht nicht jetzt regelmäßig die Podcasts bei euch mitverfolgen, genau. Und er stellt in dieser RefLab-Serie ja auch kritisch fest, dass im politischen Diskurs die militärische Logik jetzt klar beherrschend sei. Also diese salonfähige Rede vom gerechten Krieg, die ihm zuwider sei. Und er glaubt eben an die transformative Kraft gewaltfreier Aktionen, was dann aber von vielen Kommentatoren nicht gleich gesehen wurde, wenn ich Facebook ein bisschen verfolgt habe zum Beispiel. Aber er sagt klar, und das möchte ich noch so reinwerfen, es gibt keinen gerechten Krieg, auch nicht den eines Verteidigungskrieges der Ukraine gegen den russischen Aggressor. Wie schätzt ihr das ein? Also wo sind die Mittel für unbewaffnet etwas zu bewirken und wo haben die ein Ende? Vielleicht an Ricky mal die Frage zuerst. Hm? Ja, ich habe die Diskussion auch ein bisschen verfolgt und ab und zu vielleicht einen Gedanken oder weiter reingebracht. In dem, ich verfolge euch sowieso sehr gerne, aber das wisst ihr auch schon, Stefan, und finde immer auch eure, okay, Wege, eure Gedankenanstöße da wirklich sehr, sehr hilfreich, um Sachen auch einzuordnen, wo wir gerade sind. In diesem Fall war ich eindeutig näher mit Manuel Schmidt und dem Anliegen einfach aus der Prägung heraus. Diese Frage vom gerechten Krieg oder auch der Verteidigungskrieg oder das Anrecht, sich selbst verteidigen zu können und wie ich darüber urteile, das ist mir ein bisschen unwohl. Ich muss ehrlich sagen, ich kann keinem, auch nicht meiner Freunde in der Ukraine, die einige von ihnen haben sich entschieden, versuchen irgendwie das Territorium zu verteidigen, die meisten versuchen, eine Art von Widerstand oder humanitäre Hilfe zu leisten auf einer anderen Ebene. Und ich bin nicht an einem Punkt, wo ich das jeweils überhaupt verurteilen könnte. Was ich eindeutig irgendwo auch bedauere, ist, wie wenig, und das ist ähnlich so mit dem, da gehe ich ähnlich mit dem Manu mit, wie wenig auch die vielfältigen Aktionen des gewaltfreien Widerstandes auch porträtiert werden in unseren Medien und wie wenig darüber gesprochen wird. Diese Reaktion, diese instinktive Reaktion zur Aufrüstung und zur Verteidigung und dass das eigentlich der einzige mögliche Weg ist, der jetzt wirklich ist und notwendig ist, ist nachvollziehbar für mich. Ich habe viele Sachen, die nachvollziehbar sind für mich, aber ich denke nach wie vor, das verbilligt ein bisschen und setzt natürlich voraus oder kommt zu kurz, dabei kommt zu kurz eigentlich die unglaubliche Kraft, die auch in gewaltfreien Widerstandsaktionen da sind. Zum Beispiel habe ich gerade heute eben gelesen, hier ist eine kleine Stadt nördlich von Tschernobyl, Slavutich heißt sie, da wurde der Major, also die wurde von Russen besetzt, da wurde der Major gekidnappt und die zivile Bevölkerung ist ohne Waffen hingegangen, hat protestiert,
Und so lange protestiert und sich auch von Schüssen und allen möglichen Aktionen nicht einschüchtern lassen, bis der Mayo wieder weggegeben wurde und die Russen abgereist sind aus der Situation. Davon hört man sehr wenig. Und solche Aktionen sind natürlich auch wiederum komplex, dieses Wort. Die brauchen eine Art von Einstudierung, die auch schon in der Ukraine seit langem da ist. Da sind mehrere auch gewaltfreie Revolutionen geschehen in den letzten Jahren. Da haben viele Leute etwas eingeübt, das relativ effektiv ist und das meines Erachtens nach noch stärker auch dem Weg Jesu nachgeht oder irgendwie in diesem Sinne des Weges Jesu ist. Ich finde, das lohnt sich, da daraufhin stärker zu schauen, dahin zu investieren, dahin Energien und auch Finanzen zu mobilisieren. Und das ist eigentlich der Punkt, wo ich rangehe. Ich denke, da könnte nochmal die ganze Richtung eine andere, also das Ganze in eine andere Richtung schieben. Also wenn du da jetzt den Weg von Jesus gerade zitierst oder erwähnst, dann lass uns da kurz noch bleiben und ich gebe die Frage gerne an Stefan Jütte weiter. Also da gibt es ja so Verse, die uns da challengen, oder wie Johannes 18,11, steck dein Schwert weg. Also Jesus, der klar eigentlich sich ausspricht, nicht zur Waffe zu greifen, nicht diese Mittel zu wählen. Und dennoch, du bist eher skeptisch, dass eben dieses Gewaltfreie, wenn man angegriffen wird, in einem kriegerischen Konflikt irgendwann Grenzen hat. Wie siehst du das, Chef? Ja, also ich glaube, man muss da wirklich aufpassen, jetzt so in eine Vorbild-Christologie oder so in eine Vorbild-Jesuologie sogar zu kommen. Das halte ich einfach für nicht so klug. Die Christinnen und Christen glauben ja nicht, dass Jesus einfach ein besonders guter Mensch war, der jetzt für unser gesellschaftliches und politisches Handeln Maßstäbe gesetzt hat, die wir nachahmen sollten und das vor allem am Kreuzestod dann sichtbar wird, sondern wir glauben ja daran, dass in diesem Tod am Kreuz etwas geschehen ist und etwas sichtbar wird, was vorher und nachher nie mehr passiert ist. Also wir sagen, das ist etwas Singuläres. Und Jesus selbst ist ja so, dass er den Vater bittet, ihn davor zu verschonen, sich aber seinem Willen hingibt. Also der hatte nicht das Gefühl, dass jetzt hier eine feindliche Macht über ihn kommt und über ihn herrscht, sondern der war sich gewiss, dass das, was jetzt mit ihm passiert, Gottes Plan und Wille ist. Ja, und das finde ich halt einen riesigen Unterschied, wenn wir das einrechnen im Vergleich jetzt zu einem souveränen Staat, der durch einen anderen Staat, der Völkerrecht bricht, der dann auch Kriegsrecht bricht, überfallen wird, da über Widerstand und Gewaltlosigkeit nachzudenken, oder? Und etwas ist mir vielleicht noch ganz wichtig. Wenn wir vom gerechten Krieg sprechen, da verstehe ich sofort, dass das triggert und dass man sagt, nein, Jesus hätte keinen Krieg gerecht gefunden. Aber der gerechte Krieg geht genau davon aus, dass es das allerletzte Mittel ist, nachdem alles andere schon versucht worden ist. Also es ist nur dann ein gerechter Krieg, wenn alle Möglichkeiten des gewaltlosen Widerstands schon ausgeschöpft worden sind. Und jetzt kommt man immer mit diesen Bildern, wo 30 Ukrainer sich vor einen Panzer stellen und der Panzer kehrt dann um und die trinken zusammen irgendwie noch einen Wodka. Ja, das hat es bestimmt auch gegeben. Es hat es aber auch einfach gegeben, dass die 30 Leute über den Haufen geschossen worden sind und der Panzer weitergefahren ist. Oder? Und ich glaube, jetzt so aus dem heimischen Wohnzimmer oder Podcast-Studio, da jetzt den Ukrainern Tipps geben zu wollen, Ricky, das habe ich von dir nicht so verstanden, gell? Das ist mir ganz wichtig, aber das steht uns irgendwie nicht zu, sondern meine Intuition geht dahin, dass ich sage, nein, wir sollten solidarisch sein mit ihnen. Wir haben da mehr zu verteidigen als einfach ein Stück Land, sondern eine Idee von Freiheit und Demokratie, von Menschenwürde, von Menschenrechten. Und die sehe ich bedroht durch diesen russischen Angriffskrieg und finde, da müssen wir uns auch als Christen und Humanisten, die wir sind, klar positionieren. Also das heißt, Waffen liefern, keine neutrale Haltung, weg vom russischen Gas, das diesen Krieg finanziert, und eine klare Ächtung Putins als Kriegsverbrecher. Okay, ich würde an dieser Stelle gerne noch
die Stimme von Stefan Mag einbringen. Er war neulich im Live-Net-Talk und hat auch eine sehr pointierte Aussage gemacht. Der Stefan Mag, übrigens für diejenigen, die ihn nicht kennen, ist Evangelist, Biobauer in Rickisberg. Gestern war er gerade in der Rundschau mit einer Reportage über die Aktion, wie sie Flüchtlinge in einem Schulhaus unterbringen in Rickisberg. Sehr berührend, kann ich sehr empfehlen, das auch anzuschauen. Aber jetzt, was hat er gesagt zu diesem Thema, wo wir dran sind im Moment? Er sagte auch, im Kriegsfall würde er klar seine Familie verteidigen. Trotzdem hält er fest, dass das Evangelium im Grunde zutiefst pazifistisch ist. Und er sagt da, als Christen sind wir gegen Gewalt und distanzieren uns davon, den christlichen Glauben mit Gewalt durchzusetzen. Aber eben, das zeigt auch ein bisschen diese Spannung hier drin. Da würde ich gerne jetzt auch den Ricky mal wieder hören dazu, wie auch zu dem, was Stefan vorhin gesagt hat. Ja, was ging dir da durch den Kopf? Mir ging durch den Kopf eine Erkenntnis, die Stefan und ich schon beide gehabt haben, dass wir eine unterschiedliche Prägung haben. Obwohl ich ihn absolut als einen Glaubensbruder sehe, haben wir ein bisschen ein unterschiedliches Verständnis auch von Jesu Werk, von dem, was da getan hat. Ich würde dagegen argumentieren, und das hat sehr stark auch mit meiner mennonitischen Prägung zu tun, mit meiner täuferischen Prägung zu tun, dass da Jesus sehr stark als derjenige ist, der das als Heilender in die Welt auch kam, dass er natürlich auch von einer Berufung folgte, die er von Gott verspürte, aber dass er gleichzeitig Menschen auch beruft auf diesem Weg, dass Jesus uns quasi den humanisierenden Gott zeigt und den Weg, der humanisierte Gott, auch dass die Menschlichkeit, die Gott sich vorstellt für diese Welt. Und die beinhaltet halt einen bestimmten Umgang mit Konflikten und Gewalt, der sehr anders ist als die Logik, die eher so weit verbreitet ist. Und ich denke, das ist eindeutig eine Sache, wo wiederum, ich meine, es ist ein fast unmöglicher Anspruch, der da gemacht wird. Und wenn man sieht, am Ende des Tages war Jesus alleine in diesem gewaltfreien Weg, den er gegangen ist. Ja. Er hat ihn ans Kreuz gebracht. Also eben, wenn Stefan sagt, du siehst 30 Menschen, die einen Panzer aufhalten und gleichzeitig sind da auch ganz viele Leute, die umgebracht werden von Panzer. Das ist eine absolute Realität von gewaltfreiem Widerstand, den ich auch in keinem Fall irgendwie schönreden möchte. Ja. Es hat natürlich empirische Studien, die es gibt, die davon sprechen, dass es einiges mehr an Erfolgspotenzial gibt, wenn man die gewaltfreien Ressourcen zusammensetzt. Aber es ist null Garantie. Und auch das sehe ich ja natürlich in Jesus, der eine Mission hatte, der eine Art von Welt zeigen wollte, der dieses Reich Gottes irgendwie inkarnierte und ausrief, dass es da ist. Er ist am Kreuz gelandet dadurch, ja. Was ich eben, und der Glaube, der mich trägt und der mich festhält, ist dieser Auferstehungsglaube, der ohne den es ja das Christentum auch nicht geben könnte. Nämlich die Tatsache, dass dieser Weg, den Jesus auch gegangen ist, dass in diesem Weg auch irgendwie eine göttliche Auferstehungskraft da ist, an der wir uns festhalten und irgendwie auch zutrauen können. Das wäre einfach nur mal so ein bisschen um das, was Björn gehen kann. Ich sehe, jetzt brennt dem Stefan auch schon auf den Lippen, nicht wahr? Aha, okay, sehr gut. Ja, also da darf ich kurz darauf antworten. Weil sicher. Es scheint mir wirklich, jetzt sind wir, glaube ich, am Punkt, wo wir uns ganz grundsätzlich unterscheiden würden, der Ricky und ich. Und ich glaube, das hat viel damit zu tun, wie man versteht, wer Jesus für uns ist und bleibt bis heute. Für mich ist eine Schlüsselstelle dabei das Verhör durch Pilatus, wo er gefragt wird, sie sagen von dir, du bist der König. Hast du das gesagt? Mhm. Und er sagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wäre es von dieser Welt, wären die schon lange da und würden mir helfen, oder? Also dann würde ich hier nicht vor dir stehen. Ja, das heißt aber auch, es gibt ein Reich dieser Welt. Also es heißt nicht, es gibt christlicherseits keine Legitimation für Politik, für Macht, für Staat etc., sondern das gibt es und Jesus redet gar nicht dagegen, er anerkennt das. Und meine Frage ist jetzt als christlicher Theologe, wie habe ich denn ethisch das zu beurteilen? Also, dass es Staaten gibt, dass es Demokratien gibt, dass es auch Staatsgewalt gibt. Wenn ich mir jetzt das anschaue, dann
würde ich sagen, ja, also im Reich Gottes, das auf uns zukommt, da gibt es keine Gewalt, da gibt es keine Armee, da gibt es kein Widerstand mit Waffen. Das gestehe ich alles zu. Aber ich lebe unter den Bedingungen einer gefallenen Schöpfung. Also es gibt sowas wie Sünde. Und was ist da zu tun, um quasi christliche Nächstenliebe auszuleben? Wenn ich mir dann anschaue, was in Aleppo passiert ist, also da war ja Putin schon, oder was in Tschetschenien passiert ist, da muss man einfach sagen, das war eine Massenvernichtung, in der auf brutalste Art und Weise völlig zynisch Waffen eingesetzt wurden, um wirklich Zivilbevölkerung zu eliminieren. Man kann das nicht anders sagen. Das hat nichts mit dem zu tun, was irgendwie ein Krieg ist, wo es darum geht, irgendwas zu besetzen oder so, sondern es geht wirklich darum, eine ganze Bevölkerung zu vernichten. Als reine Machtdemonstration. Und da würde ich sagen, nein, das kann nicht sein, dass wir Menschen, die von Gott geliebt und gewollt sind, das einfach hinzunehmen haben, sondern wir haben uns da solidarisch zu helfen und auch dagegen zu wehren. Vielleicht, um das noch zu verstärken, einfach durch ein Zitat, ein bekanntes, das hat Mahatma Gandhi mal gesagt, wenn es nur zwei Möglichkeiten gibt, zu töten oder tatenlos zuzusehen, wie die Schwachen unterdrückt und getötet werden, das, was du gesagt hast gerade, Stefan, dann müssen wir natürlich töten. Wurde gesagt auch oder zitiert an einer Weltkonferenz der Mennoniten in Straßburg von Ron Sider, das kennst du sicher auch, nehme ich an, dass dieses Zitat oder diese Rede insgesamt, Ricky, ja, genau, da sind wir einfach bei diesem Spannungsfeld voll drin. Ne? Absolut würde ich sagen, dass wir da drin sind im Spannungsfeld. Ich glaube, das greift ein bisschen zu kurz, das Zitat. Man muss ja tatsächlich das auch im Kontext von Gandhis Leben auch sehen, der sich absolut gegen die Unterdrücker mit allein gewaltfreien Methoden gesetzt hat. Und das, was es anspricht, und das ist manchmal, muss ich auch sagen, ich bin geprägt von einer gewaltfreien Selbsterziehung. Und von zu Hause aus, meine Eltern haben mir das mitgegeben. Das habe ich auch ein Stück weit traumatisiert, weil ich habe Gewaltfreiheit sehr stark als ein passives Hinnehmen von Gewalttätigkeit erlebt. Ich habe einen relativ gewalttätigen Bruder gehabt und habe einiges geschluckt. Und als Kleiner, ich habe einigen Machete-Kämpfen bin ich knapp mit dem Leben davongekommen und alles Mögliche. Ich musste auch für mich bestimmt, also sagen wir mal so, dass ich heute noch nach wie vor Gewaltfreiheit an diesen Gedanken mit Furcht und Zittern und sehr zaghaft festhalte, ist fast ein Wunder, weil ich eigentlich relativ negative Erfahrungen damit gemacht habe. Und für mich war wirklich diese Erkenntnis, wenn Gandhi sagt, entweder passiv zuschauen oder töten zu müssen, wenn das die zwei Optionen sind, dann stimme ich ihm voll zu. Aber da denke ich, das ist ja genau der Krux an gewaltfreiem Widerstand, dass es alles andere als etwas Passives ist. Es geht ja wirklich ganz im Zentrum darum, nicht passiv zu sein und das nur hinzunehmen und über sich ergehen zu lassen, sondern mit anderen Methoden einen wirklich aktiven und sehr effektiven Widerstand zu leisten, der auch hilfreich ist. Ich würde auch besonders in Bezug auf die Ukraine mich enorm stark zurückhalten, um irgendwie jemandem sagen zu müssen, wie er sich dort verteidigen kann. Was ich beobachte und mitbekommen habe von anderen Kanälen, ist, wie viel gewaltfreier Widerstand dort schon geschieht. Und was ich bedauere es, dass wir das zu wenig sehen oder zu wenig porträtiert werden und dass wir zu wenig auch die Hintergründe von dem, was einen gewaltfreien Widerstand ausbildet, wirklich zum Vorschein bringen lassen. Dass wir auch zu wenig darin investieren, was es eigentlich heißt, einen gewaltfreien Widerstandsmöglichkeiten auszubilden und zu sehen. Da geschieht einiges und recht viel und ich kann euch gerne auch noch ein paar Links dazu berichten, weiterleiten. Also die können wir dann auch einbauen, ja. Gerne. Die können wir dann auch noch reinbauen. Was ich mir wichtig finden würde, ist in dieser Situation nicht zu sagen, wie sie es machen sollen, sondern ein zentraler Aspekt auch für Bewegungen ist auch zu wissen, wo geschieht schon etwas. Und das, was einem geschehen ist, irgendwie auch stärker noch zum Vorschein bringen zu lassen und zu porträtieren. Das wäre jetzt von meinem gemütlichen Sofa zu Hause in der friedlichen Schweiz ein Anliegen, das ich gerne weitergeben möchte. Ja. Ja, und das haben wir jetzt schon ein paar Mal auch diesen Hinweis nochmal gehört. Das finde ich auch, wir haben da eine gewisse Zurückhaltung immer
von hier aus, aus den warmen Büros, mir geht es genau gleich, dieses Thema schon nur so zu bringen, aber trotzdem ist wahrscheinlich gut, Resonanzraum zu schaffen, dass wir da einen Weg finden, wie wir damit umgehen. Und ich habe noch eine Widerrede oder eine Bemerkung erhalten aus der Community zu Stefan. Stefan, ich teile großteils deine Meinung auch als Mennonitenpastor, aber in der Bibel wird Jesus sehr wohl als Vorbild zum Nachahmen genommen, auch sein Kreuzestod. Nehmt euch Jesus Christus zum Vorbild, zitiert hier der Francesco Mazzilli, heißt er, Philipper 2,5, Bergpredigt oder wer das Schwert nimmt, der soll durchs Schwert umkommen und so weiter. Also das noch so als Hinweis an dich, Stefan, wo du kannst natürlich gerne da dich dazu äußern auch noch. Ich wollte nicht sagen, dass ich skeptisch bin gegenüber allen Konzepten, die sagen, dass man in Jesus Christus ein Vorbild sehen soll, sondern ich bin skeptisch gegenüber einer ganz bestimmten Art von Analogie. Und diese Analogie, die ich nicht sinnvoll finde, geht so, man sagt, Jesus hat sich nicht gewehrt, sondern ist bis ans Kreuz gegangen und hat seinen eigenen Tod hingenommen. Deshalb sollen auch wir uns nicht wehren und den eigenen Tod hinnehmen. Da würde ich sagen, das unterschätzt erstens, dass Jesus diesen eigenen Tod selbst als eine Aufgabe an sein eigenes Leben begreifen konnte und nicht nur als ein tragisches Schicksal, das ihn ereilt. Also er hat das als Teil seiner eigenen Gottesbeziehung verstanden. Das finde ich, ist theologisch ein wichtiger Gegengrund. Ja. Und das andere ist dann auch, wir stehen in ganz unterschiedlichen Situationen. Also hätte Jesus eine 3-jährige Tochter gehabt, hätte er das vielleicht nochmal anders gesehen, oder? Und da finde ich halt immer so diese ganz großen Vorbilder, die dann mit einer Handlung alles vorgeben, was wir jetzt zu tun und zu denken haben, da bin ich total skeptisch, weil das Gott dann doch wieder auf etwas ganz Bestimmtes festlegt, wo ich denken würde, ich wäre da eher etwas vorsichtig und würde sagen, der liebe Gott wird mir dann in der Situation schon nochmal sagen, was meine Rolle zu sein hat dabei. Okay, da kam noch eine weitere Wortmeldung jetzt über Social Media, nämlich die Frage, die Grundfrage, die schon vorhin ein bisschen angeschnitten wurde, taugen die persönlichen Aussagen von Jesus denn als politisches Handlungsmuster? Darf die Frage vielleicht eher an Ricky noch zum Weitergeben? Boah, wenn ich das wüsste. Ich bin mir da manchmal auch nicht so sicher, muss ich ganz ehrlich sagen. Hat auch wiederum ein bisschen mit meiner kirchlichen Tradition zu tun. Ich bin nicht Landeskirchler. Meine Tradition ist ist sehr stark geprägt, dass die Kirche ein bisschen auch wie eine Art von Fremdkörper innerhalb von der Gesellschaft ist, sich einbringt, versucht auch ein Licht und Salz in dieser Welt zu sein, auch auf politischen Ebenen sich nicht raushält, sondern wenn es ums Gemeinwohl und Gemeinwesen geht, auch durchaus Worte hat und Anliegen hat, die sie mitgeht. Und ich denke, manchmal wirklich bei gewaltfreien Aspekten kann das auch zu seinen Grenzen kommen, denke ich. Ja. Da ist wahrscheinlich jemand aus einer landeskirchlichen Perspektive, kann ich mir vorstellen, dass es ein bisschen eine andere Erfahrung ist. Deswegen kann ich nur aus dem heraus sprechen. Vielleicht schon auch der Anlass, also das betone ich nochmal, ich denke, der Weg Jesu, den habe ich sehr lange auch so verstanden, wie Stefan das erst erzählt hatte. Ja, Jesus hat sich nicht gewehrt, also wehren wir uns auch nicht. Und dieser blinde Gehorsam, auf den kommt es drauf an. Und ich weiß nicht, wie dem könnte ich zumindest auch sehr skeptisch entgegenstehen heute. Da gehe ich voll mit dir, Stefan. Und dennoch glaube ich, dass wirklich der Weg Jesu nicht nur einfach etwas ist, das zu imitieren ist, weil er das gemacht hatte, sondern weil darin meines Erachtens nach tatsächlich eine unglaublich tiefe Kraft der Durchbrechung einer Gewaltspirale gewesen ist. Und allein deshalb ist er für mich nach wie vor eine Art von Orientierung, an der ich versuche festzuhalten. Am Ende des Tages geht es mir aber ähnlich wie Stefan. Also wenn ich in einer solchen Situation bin, dann hoffe ich auch so wie Jesus auf Gottes irgendwo Eindruck oder Stimme, der mir da leitet, irgendwie Schritte zu gehen, die, wenn man das mal so ganz fromm ausgedrückt hat, ihm treu und seinem Willen und seinem Anliegen in dieser Welt treu sind. Ja.
Ja. Und wie das dann ist, das würden wir dann sehen. Ja. Ja, herzlichen Dank allen, die jetzt auf jeden Fall schon mitkommentiert haben, auch über YouTube, Facebook. Ihr könnt da weitermachen natürlich in diese Richtung. Wir können nicht alles vielleicht dann hier in der Sendung diskutieren, aber jetzt wäre noch der Moment für eure Fragen oder Bemerkungen, was ihr da im Moment selbst auf dem Herzen habt. Ich würde noch gerne den Thorsten Dietz mal zitieren. Auf Facebook habe ich diese Wortmeldung von ihm gelesen. Er schreibt, glaube ich, auch bei euch, bei RefLab, oder neu? Habe ich das richtig gemacht? Also nicht neu, schon ziemlich lange und immer wieder. Genau. Ja. Alles klar. Und er sagt, wie die Ukraine auf diesen Angriff reagiert, ist einzig und allein die Entscheidung, die Menschen in der Ukraine treffen können. Also das haben wir auch schon angesprochen. Gerade weil wir von einem multiplen Versagen des Westens im Vorfeld reden müssen, kann es nur die Frage sein, wie wir sie bestmöglich unterstützen. Es hofft ja wirklich niemand in der Welt auf eine militärische Lösung. Doch es ist die Tragik, dass es manchmal keinen Weg mehr zum gerechten Frieden gibt, ohne Maßnahmen rechtserhaltender Gewalt. Ich fand das irgendwie noch stark, auch aus unserer Perspektive, wie er da ja auch demütig eigentlich damit umgeht, Thorsten. Ja, ja, und ich glaube, das ist wirklich etwas, was wir immer zuerst sagen müssen, also jetzt hier in Westeuropa, dass unsere Art von Politik, also Wandel durch Handel, diese ganze Appeasement-Geschichte gegenüber Putin, dass das wirklich versagt hat. Und dass die Ukrainerinnen und Ukrainer, die jetzt leiden, ein weiteres Opfer sind, das sich einreiht in unsere Art von Außenpolitik oder besser gesagt auch von fehlender Außenpolitik. Und das finde ich ganz wichtig, das zunächst mal einfach zuzugestehen und dann eben nicht allzu schnell jetzt hinzugehen und zu sagen, ja, und jetzt machen wir es so. Und dann glaube ich schon, dass wir gerade so in Deutschland, Schweiz, Frankreich etc. eigentlich schon noch ein historisches Bewusstsein dafür haben müssten, dass manchmal ein Eingreifen in einen Krieg eine wirkliche Befreiung sein kann. Also man stelle sich vor, die Alliierten hätten 44, 45 gesagt, lass uns das mal gewaltfrei hinkriegen, wir machen ein großes Projekt und berichten im Radio über Sitzstreiks, die irgendwo passieren, dann wäre unsere Welt heute eine andere. Ja. Es wäre wirklich eine komplett andere Welt. Und ich finde, das, was da erreicht wurde, ist eine Verpflichtung für uns als kommende Generation, die wir auch zu verteidigen haben. Ich glaube, dass wir neu lernen müssen, dass es Dinge gibt, für die es sich, das klingt jetzt total krass, ich bin mir dessen wirklich bewusst, aber ich glaube, wir müssen neu lernen, dass es Dinge gibt, die wichtiger sind als das eigene Überleben und für die es sich zu sterben lohnt. Tja, und da, wenn du den Zweiten Weltkrieg zitierst, dann könnten wir natürlich jetzt auch vom Bonhoeffer zum Beispiel oder so sehr viel lernen noch, oder wie der damit umgegangen ist. So wie das kleinere Übel zu wählen dann, wenn man nur schlechte Optionen hat. Ja. Sorry, aber das ist mir jetzt ganz wichtig, weil gerade Bonhoeffer finde ich hervorragend, weil er eben nicht die ganze Sache auflöst. Also der Utilitarismus würde jetzt sagen, wir wählen das, was mehr Menschen am Leben lässt. Und dann haben wir das Bessere gewählt, also haben wir das Richtige getan. Also jetzt, so etwas vereinfacht. Bonhoeffer würde sagen, nein, in jedem Fall, egal was ich tue, also es geht da jetzt um den Tyrannenmord oder bei Bonhoeffer, scheitere ich an dem, was mir geboten ist. Also ich mache mich sowieso zum Sünder. Also ich sündige auf jeden Fall. Und wenn ich das weiß, dann komme ich aus dem nicht heraus. Also ich kann das nicht auflösen. Ich kann nicht sagen, ich sündige hier weniger und da mehr, sondern ich kann nur auf die Gnade Gottes hoffen. Und das wäre genau quasi der Standpunkt, den ich vertreten würde, wenn es um die Diskrepanz zwischen dem Reich Gottes, das auf uns zukommt, und dem Krieg und der Angst, der in der Welt herrscht, irgendwie vermitteln müsste, dass ich es eben nie weiß und immer nur versuchen kann, das zu tun, wohin mich hoffentlich ein guter Geist leitet, im Wissen darum, dass ich damit schon wieder Schuld auf mich lade. Okay,
Vielen Dank, Stefan, noch für diese Ergänzung. Fand ich jetzt auch sehr wichtig, dass das ja genau noch ein bisschen klarer aufzuschlüsseln. Ich habe nochmals eine Frage gekriegt, die passt gut so für die Schlussrunde einzuläuten, denke ich. Da spricht ein Kommentator die Ebene nochmals an. Ist es denn überhaupt unsere Aufgabe, den Krieg zu analysieren und zu kommentieren? Ha. Vielleicht der Ricky zuerst. Oh Mann, es gibt noch viele Sachen, die nicht unsere Aufgabe sind. Und dennoch haben wir dieses tiefe Bedürfnis, irgendwie diese Weltgeschehen einordnen zu können oder irgendwie auch herauszufinden, wie können wir uns da dem stellen. Und ich denke, das ist schon eine Aufgabe auch, die wir haben. Natürlich, man kann zumachen und sich auf andere Sachen konzentrieren. Das geht auch, finde ich aber nicht eine gute Option. Ja. Ich denke, darüber ins Gespräch zu kommen, auch versuchen, das einzuordnen und am Ende des Tages auch versuchen herauszufinden, hey, welches ist der Weg, was möchten wir unterstützen, die Sensibilität natürlich auch aufrechtzuerhalten, das geschieht dadurch jetzt. Ja. Ich meine, man bedenke, Krieg gibt es schon an so vielen Orten auf dieser Welt. Jemen, dieser eine Punkt, der so ganz katastrophal ist und er ist nicht im Gespräch. Keiner von uns diskutiert darüber, ob man jetzt in Jemen eingreifen sollte oder nicht oder was wir damit machen, weil das so weit weg ist. Wir haben auch Hemmungen, irgendwie Leute aus Jemen zu unterstützen oder Geld dahin zu schicken und alles Mögliche. Ricky, nur kurz, sorry, jemand hat neulich dazu gesagt, als ich eine Diskussionsrunde hatte dazu, ja, das Jemen jetzt zum Beispiel, oder viele führen ja dieses Argument ins Feld, es gibt schon überall sonst lange Zeit schon Kriege, aber die haben nicht alle, also die meisten nicht das Potenzial, sich zu einem flächendeckenden, vielleicht sogar einem Weltkrieg auszudehnen, oder? Also da gibt es schon noch Unterschiede auch. Es gibt Unterschiede insofern, dass es vielleicht uns stärker noch betreffen könnte, näher dran natürlich. Da sind keine Atomkräfte, die da mitspielen, aber ich meine, die humanitäre Anliegen und das Schreckliche, was da geschieht. Stimmt, also das will ich nicht. Ja, genau, ja. Es sollte uns das nicht irgendwie betreffen und da ist ja wirklich schon die Frage zentral, dadurch, dass wir auch viel darüber sprechen und das natürlich versuchen auch einzuordnen, das macht halt etwas mit uns, ja, und es hält unsere Sensibilitäten auch aufrecht. Und ich denke, am Ende des Tages eben hat es auch eine Frage damit zu tun. Also es bringt ja diese ganzen Fragen auch hoch, wie reagieren wir mit Gewalt und dem Aggressor? Und ich denke, die Fragen sollten wir eigentlich wälzen, weil das eine ist, wenn es ein internationaler Aggressor ist, aber der Umgang mit Gewalt, wie wir das am Anfang beim Eingang auch hatten, mit dem, das ist ja eine tagtägliche Realität, die wir auch irgendwie erlernen müssen. Und ich denke, dass wenn es uns dafür fehlt, dass wir da auch weiter in bestimmte Richtungen denken und uns versuchen, irgendwie in die Welt zu stellen diesbezüglich, dann macht es Sinn, sich darüber auch auszutauschen. Ja. Und da habt ihr natürlich eine Aufgabe, auch als Bildungszentrum Bienenberg, oder? Da hast du schon vorhin darauf hingewiesen, ihr bietet auch direkt Angebote wie und Impulse, wie wir da, wie man mit Konfliktlösungsthemen oder eben Friedenstheologie und so weiter da arbeiten kann. Wir werden das im Video beschrieben gerne auch einbinden und da verlinken entsprechend, genauso wie die RefLab-Serie natürlich. Stefan Jütte, auf diese Frage, ihr werdet ja bestimmt nicht aufhören zu kommentieren und zu analysieren, das ist schlussendlich die Identität von RefLab auch, oder? Ja, das stimmt. Und ich glaube aber, man muss da trotzdem ein bisschen unterscheiden. Ich bin sehr nahe bei Rikis Antwort. Was mich im Moment ein bisschen verängstigt, ist, dass alle Covid-Experten jetzt plötzlich zu Geostrategen geworden sind, die so schnell switchen konnten. Oder? Also zuerst waren alle Klima-Expertinnen und Experten, dann waren sie Immunologen und jetzt sind sie Geostrategen. Und das macht mir ein bisschen Angst. Und ich glaube nicht, dass wir als RefLab, sage ich jetzt, oder dass Menschen jetzt ganz pauschal als Christinnen und Christen die Aufgabe haben, jetzt drüber zu diskutieren, welche Flugabwehr wir brauchen und wie viele Stinger-Raketen wir irgendwo hinschicken sollten und wie man Zufahrtswege sichert. Ich glaube, das hat immer was Lächerliches. Aber ich glaube, das, was uns niemand
ja, quasi, wovon wir nicht erleichtert werden können, ist, dass uns eine Welt aufgegeben ist, die wir im Licht des Evangeliums verstehen müssen. Und wenn wir sehen, dass da Städte zerbombt werden, dass da Geburtshäuser, muss man sich mal vorstellen, zerbombt werden, dann muss man sich schon fragen, was bedeutet das eigentlich für mein Gottesbild? Was bedeutet das für die Hoffnung, die ich haben kann in dieser Welt und für die Hoffnung, die ich haben kann für diese Welt? Und das sind Fragen, die wir uns stellen müssen. Beschämend ist, dass wir sie uns nicht schon in Syrien, nicht schon in Tschetschenien, nicht in Jemen, nicht angesichts der katastrophalen Zustände in Moria in dieser Dringlichkeit gestellt haben. Und das sollte uns dann vielleicht aber nicht dazu führen zu sagen, naja, so wichtig ist das nicht, sondern sollte uns zeigen, dass wir halt schon ziemlich kaputt sind, wenn es darum geht, echtes Mitgefühl zu haben. Ja, unsere Herzen sind manchmal da irgendwie nicht so weich, wie sie sein könnten. Hä? Da wäre Luft nach oben, da denk ich auch, Stefan, absolut. Ja, ich denke, wir haben da schon eine sehr spannende Reise miteinander jetzt gemacht durch diese Themen. Natürlich niemals ist das erschöpft, was wir jetzt da miteinander besprochen haben. Aber ich fand es sehr ermutigend und schön, auf diese Art mit euch beiden, die aus wirklich unterschiedlichen Lagen sozusagen kommen in diesem Thema, darüber zu reden. Und ich hoffe schon, dass wir da einen Beitrag leisten konnten, eben diese Welt ein bisschen auch zu verstehen oder auch zu merken, was ist da in meinem Herzen, was geht da noch ab und wo könnte ich vielleicht meine bisherige Einstellung auch hinterfragen. Oder das ist ja auch ein wichtiger Teil. Deshalb danke vielmals für die Arbeit, die ihr macht. Ich danke Stefan und dem ganzen Team, auch von RefLab einfach an dieser Stelle mal. Auch dem Manu ein lieber Gruß und den anderen, die da alle dabei sind. Auch, ganz herzlichen Dank dafür. Ricky, auch herzlichen Dank und liebe Grüße auf den Bienenberg. Und wo ihr überall dran seid, ich schätze das sehr. Und herzlichen Dank, dass diese Diskussion hier möglich war in diesem Livestream. Es darf gerne weiter diskutiert werden, natürlich. Die Kommentarspalten, die werden wahrscheinlich auch hier ziemlich voll werden und das darf ruhig so sein, dass wir uns äußern und voneinander auch lernen. Und das ist das, was auch in diesen Talks immer das Thema so sein soll, dass wir einander zuhören und voneinander lernen können. Herzlichen Dank für euer Interesse und noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal und tschüss.